Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu diesem neuen Video da zum Unboxing der Better Fishing Box für den Monat September. Ich bin sehr gespannt, was wir hier haben. Es ist scheinbar, würde ich mal sagen, wieder das kleinere Format, das größere Format des Kartons haben wir schon wirklich lange nicht mehr gehabt. Trotzdem hoffe ich mir jetzt natürlich, passend für die startende Hechtsaison, okay, Hecht hat natürlich irgendwie fast immer Angelsaison, aber gerade jetzt im Herbst fangen wir natürlich an, wieder mit größeren Ködern zu fischen, dass wir da irgendwas vielleicht auch Hechtiges drin haben. Da bin ich schon mal sehr gespannt, was wir denn da haben. Muss mal sagen, wir legen einfach los. 30 Euro kostet die Box, Link wie immer in der Videobeschreibung. Und dann legen wir jetzt los. Und los. Schwupps. So. Wieder Rittersport. Quadratisch praktisch gut. Größe. Schwupps. Müll nach hinten. Das ist das gute Stück. Klingt auf jeden Fall voll. Und los. So, was haben wir denn da? Da fangen wir mal an mit dem, was nicht richtig verpackt ist. Das sieht mir aus wie ein Gummifisch einer nicht näher hier auf dem Gummifisch zu erkennenden Marke. Der ist auf jeden Fall ziemlich weich. Der ist nicht weiter geflavored. UV-aktiv ist er sicherlich definitiv. Ja, aber sowas von sieht man hier schon. Genau. Ups, habe ich auf Play gedrückt? Ja, genau. Also Aufnahme, nicht Play. Play wäre falsch rum. Dann haben wir noch einen. Der hat vorne das Maul offen. Auch hier kann ich jetzt nicht direkt erkennen, was das für einer ist. Die Spezialisten unter euch werden es vielleicht an diesem etwas spezielleren Tail hinten sehen. Aber ich weiß es nicht. Da ist natürlich hier weniger Material. Das macht natürlich das deutlich einfacher für den Fisch, den hier zu falten und zu inhalieren und überhaupt den hinten zu knicken, je nachdem von wo der Fisch halt kommt. Sicherlich unten am Bauch UV-aktiv. Jupp, ist er. Ich brauche unbedingt mal neue Batterien hier. Funktioniert zwar noch, aber nicht mehr so cool. Aber schick hier mit so Gold und silbernen Flakes drin. Kann auf jeden Fall machen. Ja, ist der ähnlich wie der? Nö. Eigentlich ganz was anderes. Aber gleiche Größe. Habe ich jetzt was zu messen hier? Nee, habe ich nicht. Doch, habe ich. Moment. Da ist es. Aha. Das ist vorbereitet. Irgendwas um die 10, 11, 12 Zentimeter. 12. 12 bis 13 und der wahrscheinlich dann ähnlich, genau. So, was haben wir noch? Dann haben wir hier von der Firma Westin den Drop Bite. Einen kleinen Spin Jig Sinking 9 Gramm. Natürlich toll, gerade jetzt auch für die Barsche. Hinten so ein wie sagt man denn zu der Farbe, so eine Neonfarbe, es hat auch so einen bestimmten Begriff, auf jeden Fall UV-aktiv höchstwahrscheinlich, aber halt mit so einem sehr auffälligen Spinnerblatt hinten dran, sieht man hier schon, schön UV-aktiv, können wir gleich mal auspacken, Farbe nennt sich hier, Pearl Stickleback, genau, der ist sogar aus Tungsten, das ist ja wild, okay, Spin Tail Jig aus Tungsten. Also aus Wolfgang Wolfram. Oh, hoppala. Habe ich kaputt gemacht. Sehr gut. Also hier mal Tungsten. Hoppala. Alles klar. Ah, okidoki. Na gut. Das ist ja toll eingepackt hier. So, also Westin, ne? Also... Da habt ihr auf jeden Fall euch nicht lumpen lassen, was die Verpackung hier angeht. Okay, das habe ich jetzt abgerissen, aber da bin ich mal gespannt, wann da die neueren Verpackungen zum Einsatz kommen, die wir ja auch schon bei dem, ich glaube bei dem Bladebait gesehen haben, Shatterbait, mit dem durchsichtigen Blatt vorne dran. Da haben wir ja schon so eine etwas recycelte aussehende Verpackung bei gehabt. Das passt auf jeden Fall grammatisch nicht zusammen, aber ich denke mal, ihr wisst, was ich meine. So, da ist das gute Stück aus Tungsten also. Ziemlich cool. Ja, schönes Teil. Sicherlich für die Barsche jetzt toll. Kann man aber sicherlich auch auf Forellen und sowas alles angeln. Cooles Ding. Fällt mir sehr gut. Ja. Dann haben wir hier natürlich ein paar Jig-Köpfe von Pilk Max. Better Fishing Box Jig. Mustard Haken. Verschiedene Größen. Nichts Besonderes. Außer bei denen hier ist eine Besonderheit, dass wir da keine Wulst oder auch keinen Haken dran haben, der den Köder besser festhält. Oh.
Warum heißt denn das hier Nymph-Bums-Dings? Weiß ich nicht. Kenne ich mich nicht mit aus. Rundkopf und Nymphe. Komisch. Aber ist auch rund, oder? Naja. So, weiter geht's. Dann haben wir hier den Better Bass. Ich glaube, das ist so ein Baby Louis, heißt der so. In 3,5 cm eine Better Fishing Box Edition. Von der Farbe her sehr natürlich, ziemlich cool, gefällt mir ganz gut. Packen wir gleich mal aus. Schwupps. Riecht ein bisschen. Na, mach mal scharf hier. Nicht hier voraktiv. Aber sehr cool hier wieder als Detail mit dem X im Auge. Das finde ich irgendwie ziemlich nice. Auch ein cooler Wiedererkennungswert für diese Köder. Ziemlich cool. So, was haben wir noch? Wir haben Invisible, unsichtbares Fluorocarbon, würde ich mal sagen. Japan Technology, das heißt dann wahrscheinlich, dass es nicht unbedingt aus Japan kommt. Fluorine Process Extra Strong, also Fluorocarbon. Oh doch, made in Japan, hergestellt in Japan, verpackt in China. Okidoki. Ist auch interessant, ne? Warum es denn da hergestellt und da verpackt? Schon interessant, die Liefer- und Herstellungswege von solchen Sachen. Was haben wir denn hier? Wir haben ja einen 25er, oder ist es 26? Oh Gott, oder ist es 28? Digga. Es ist eindeutig 26. Und es hält 6,95 Kilogramm Fishing. Und da steht noch ein anderer Wert drauf mit 5,4. Weiß ich nicht, warum es unterschiedlich ist. Vielleicht kann das ja irgendwann mal erklären in den Kommentaren. Also auf jeden Fall ein bisschen Vorfachmaterial hier. Das sind wahrscheinlich, wie viel Meter? 25 Meter, würde ich jetzt mal sagen. Und kann man auf jeden Fall immer gebrauchen. Gute Stärke hier, super fischbar, kann man machen. Dann haben wir von der Firma, weiß ich nicht, Dojo. Von der Firma Dojo, doch Dojo, eindeutig Dojo. Den 101 Silent, also sicherlich was, was hinten keine Rasseln drin hat. Slow Sinking, Suspending, nee, Slow Rising, Entschuldigung. Also Suspending steht also im Wasser und Slow Rising. Was heißt denn verdammt nochmal Rise? Rising. Weiß ich nicht. 10,1 cm lang und Running Depth, also die Lauftiefe 0,6 bis 1,5 Meter. Geile Farbe auf jeden Fall. So schwarz mit lila. Sieht schon ziemlich nice aus. Hinten so ein paar Puscheln mit dran. Finde ich auch ziemlich cool. Draußen ist ordentlich windig. Man hört es hier schon. Wie Sie hören, hören Sie nichts. Ja, ziemlich cool. Sicherlich nicht voraktiv, aber der Vollständigkeit halber halten wir die Lampe nochmal drüber. Nix voraktiv. Ganz cool. Ja. Stand jetzt hier eine Farbe drauf? Wie war das jetzt hier? Farbe BL. Also höchstwahrscheinlich Black Lila? Keine Ahnung. So, dann haben wir noch was Kleines hier wieder für die Barsch-Fraktion von Mikado Fish Fry. Free Fry. Fish Fry. Mit, na hier, sag mal, Scampi-Aroma sozusagen. Ja, kann man machen. Hakengröße haben sie auch aufgeschrieben. 1 bis 1,0er. Gucken wir mal aus. Hinten so einen interessanten. Hoppala. Sehr flupschig. Flupschig, kleine Scheißerchen. Interessanten V-Tail hinten dran mit sehr wenig Material, also sehr beweglich. Ja. Ziemlich cool. Ja, die riechen auf jeden Fall ziemlich geil. Und die sind auch in dem Grün auf jeden Fall UV-aktiv. Haben unten eine Offset-Tasche. Oben auch, würde ich mal sagen. Ja, oben auch. Boah, kann man machen. Ein paar Flakes mit drin. Ja, passt. Einmal Dresden. So, stand hier noch eine Farbe drauf? Nö. Mikado, 6,5 cm. Nö. Keine Farbe. Dann haben wir einen Aufkleber. Better Fishing. Eindeutig ein Zander. Nee? Okay. Dann haben wir eine Autogrammkarte von Maxi Angeln Maximal. Pablo Bascobar Angeln Maximal. Angeln Maximal. Hashtag unterstrich. Hast du nicht gesehen? Hinten schwarz. Ziemlich cool. Hat alles selber unterschrieben. Höchstwahrscheinlich. Dann haben wir. Oh, Center Shock, jetzt geht's hier wieder los. Auf die Säure, fertig, los. Sauer macht lustig. Natürlich haben wir auch noch einen Zettel mit dabei. Was wir alles haben: Savage Gear Cannibal. Ah, der ist also von Savage Gear, der Cannibal Shad und der Cannibal Bleak
Paddle Tail. Das sind also die beiden Kollegen hier. Also Savage Gear. Eindeutig Mikado the Fish Free, Fish Fry. Pilkmax Jigkopf. Und was hatten wir jetzt hier noch gehabt? Invisible Flow Carbon sozusagen. Nur 26er. Und Monkey Lures Baby Louie, so hieß er, genau. Doyo Silent und Western Dropbite Tungsten. So, weg damit. Ja, ja. Auch keine starke Box jetzt. Sicherlich ganz gut gemacht, dass wir mal wieder ein bisschen Vorfachmaterial mit drin haben. Hätte mir doch jetzt für die Hechtzeit schon ein bisschen was gewünscht, dass wir vielleicht einen etwas größeren Köder noch drin haben. Auch wenn wir jetzt hier vielleicht was haben, was wir da auch hechttechnisch vielleicht mal fischen können. Aber doch eher in die Richtung Barsch Zander würde ich das jetzt hier mal so einordnen. Da fehlt mir doch ein bisschen das Hecht. Also da hätte ich schon ein bisschen mehr noch gerade jetzt Richtung Herbst erwartet. Aber ist ja noch nicht ganz so weit. Vielleicht gibt es ja da dann im Oktober noch was dazu. Da bin ich mal sehr gespannt, was ihr so in dieser Box haltet. Und warum hier kein Baitholder dann ist. Vielleicht könnt ihr mir das auch nochmal erklären. Ziemlich cool als Highlight natürlich der hier, einfach auch weil er aus Tungsten ist. Cool für die Barsche. Finde ich ganz nice auf jeden Fall. Und hinten mal mit diesem Neon-Spinnerblatt dran. Schon ziemlich cool. Ja, genau. Dann würde ich mal sagen, war's das. Macht's gut, bis dann. Euer Lebby.